Hallo zusammen. Das ist heute der zweite Teil von der Nokra-Sensor-Integration und es geht heute darum, die Liniensensoren mit einem Motorstepper zu synchronisieren. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass wenn sich ein Objekt komplett gedreht hat, jede einzelne Linie einer Position zuzuordnen ist. Dafür haben wir hier, ich mache das mal größer, einen Mikrocontroller hinzugefügt in den Aufbau. Ich kann das hier mal ein bisschen ranzoomen. Dann sieht man den. Das ist also hier ein Atmel 328P, der läuft mit 20 MHz. Dazu ein Achsentreiber, ein Steppertreiber, vierphasig. Und hier sieht man in der Schraubvorrichtung den eigentlichen Motor. Auf dem ist ein Aluminiumtisch, auf dem wiederum dann die Keramik für den Messvorgang angeordnet ist. Okay, also das zum Aufbau. Und ich erkläre jetzt mal, wie der Sensor hier zur Synchronisation kommt. So. Im ersten Schritt gibt es hier die Kontrolle. Nicht nur über den Sensor, sondern eben auch über den Stepper. Dazu gibt es hier einen Kommunikationsport, der direkt mit dem Mikrocontroller über USB dann verbunden Daten austauscht. Das ist hier am COM-Port 5. Und dann hat der Stepper sechs Funktionalitäten. Man kann also einmal die Drehrichtung bestimmen und man kann bestimmen, wie viel Inkremente erfolgen sollen, bis ein Bild komplett ist. Normalerweise hat der Stepper-Motor 4096 Inkremente für 360 Grad. Das entspricht also einer Winkelauflösung von 0,087 Grad. Jetzt ist es natürlich synchron mit dem Bildaufbau. Wir haben ja im ersten Teil schon berichtet, dass es eben hier 200 Linien gibt. Und dann nochmal 200 Linien für den zweiten. Macht also einen Pixelaufbau von 400 Linien. Dazu gesagt, im Moment läuft das Ding im FreeRun. Deswegen sieht man hier also einige Variationen. Genau, sind die Steps. Die sind nachher ausschlaggebend, um eben synchron ein Bild zu füllen. Ja, man kann also nicht hier hinschreiben weniger oder mehr, sondern immer, wenn 200 Steps ausgeführt worden sind, dann ist ein Bild gefüllt. Da wir zwei Sensoren haben, macht das 400 Linien. Dann gibt es ein Delay. Ein Delay zwischen jedem Step von den 4096 einzelnen Steps ist es also erforderlich, ein Delay, und zwar in Mikrosekunden, hier angeben zu können. Das hat einfach damit zu tun, dass der Nokra-Controller maximal bis 250 Hertz getriggert werden kann. So, ich habe hier eine Umdrehungszeit von rund 3 Sekunden, ja, pro Umdrehung. Da würde man diesen Controller gnadenlos mit übertriggern und das wird hier eben durch dieses Delay verhindert. Somit ist also die maximale Drehgeschwindigkeit noch wesentlich kleiner, als der Motor sich drehen könnte. Ja, dann gibt es hier halt den Startbefehl. Ich kann hier mal raufdrücken. Dann sieht man hier, wie er sich dreht. Ich kann das nochmal größer machen. Ja, der Klick ist jetzt an der Maus gekoppelt. So, wenn ich hier Start drücke, dann dreht er sich jetzt genau 200 Inkremente, während die Sensoren hier noch komplett im Freerun sind und noch nicht synchronisiert werden. Das kommt jetzt erst im zweiten Schritt und da möchte ich natürlich zeigen, wie kann ich die Sensorticks, die Trigger, mit der Rotation des Motors synchronisieren. Das ist also jetzt ein Achscontroller zum einen und zum anderen ist es so, dass dieser Nokra-Controller mit einem RS 485-Signal getriggert wird. Das ist ein Signal, was im Prinzip aus zwei unterschiedlichen Triggern besteht, die in einem bestimmten Zeitschlitz erfolgen müssen. Und da gibt es zwischen dem ersten vorlaufenden Trigger
und dem zweiten eine Wartezeit von rund 20 bis 50 Mikrosekunden, die auf jeden Fall eingehalten werden müssen, damit ein Bit übertragen worden ist. Also das ist eine Spezifikation von der RS-485-Schnittstelle. Es hat auch ein bisschen mit Low-Voltage-Differenzsignal insofern zu tun, dass es also da keine gemeinsame Masse oder sowas gibt wie beim TTL-Pegel. Das wird also die Differenz bei der Leitung zur Triggerung verwendet. Genau, dann gibt es hier noch einen Schalter fürs Homing, ne? Dann dreht er sich einmal rum, praktisch bis er die Position 0 erreicht hat. Das wird alles von dem Mikrocontroller gesteuert. So, das war das Erste. Das wackelt natürlich, wenn er sich so schnell dreht, dann rauscht hier die Bildinformation ab. Also das Erste, was jetzt passiert ist, es wird der Trigger aktiviert. Das bedeutet also, ich schalte hier den Trigger ein, Trigger on. Das bedeutet, dass jetzt hier keine Bilder mehr einlaufen, solange der Mikrocontroller kein RS-485-Signal an den Controller sendet. Das tut er also nur, nachdem ein Inkrement erfolgt ist und die Wartezeit, in dem Fall hier, ich gehe mal weiter runter, sind das hier 5500 Mikrosekunden. Muss man dazu sagen, die korrelieren leider Gottes oder ganz logischerweise mit der eingestellten Exposure-Time, das ist also die Shutterzeit, die Öffnungszeit, die Belichtungszeit. Man kann sagen, desto höher die ist, desto besser ist im Prinzip hier das Bild von dem Laser. Das Bild bedeutet also, die Auflösung und die Störungs-, die Rauscharmheit steigt in dem Fall hier mit einem hohen Exposure-Wert. Desto höher der ist, desto langsamer kann sich natürlich die Achse nur drehen. Also das erstmal zum Zusammenhang. Okay, jetzt ist der Trigger aktiviert und in dem Moment, wo man jetzt hier wüst drauf drückt, dann macht er irgendwann ein Bild, und wenn man oft genug gedrückt hat, ne, dann ist dann irgendwann die Anzahl der 200 Linien erfüllt und ein Bild ist komplett. So, nachdem so ein Bild gefüllt ist, ist jetzt eigentlich nicht klar, hat er jetzt mehrere Trigger bekommen oder musste ich zweimal drücken, damit der Buffer voll ist? Das ist ja ein Buffer von 200 Elementen und das muss man erstmal gegen validieren. Das muss also genau eingestellt sein über die Delay-Zeit in Zusammenhang mit der Exposure-Time und in Zusammenhang halt mit den Inkrementen. Um das überhaupt zu ermöglichen, gibt es den sogenannten Text-View, Entschuldigung, wo hier Daten angezeigt werden. Den aktiviere ich jetzt mal, Sensor Texte on, und drücke jetzt einfach nochmal willkürlich rauf, so dass der hier zumindest erstmal ein paar Daten anzeigt. Und hier oben ist ausschlaggebend diese Zahl 146. Das sind also jetzt nicht mehr 200 Linien, sondern nur noch 146. Das hat damit zu tun, dass der Text eben hier eine bestimmte Breite hat und die Sensorinformationen jetzt eben nur noch 146 Linien aufweisen. Das ist aber hier zur Kalibrierung wunderbar. Die Software Pad Control, die hat hier den sogenannten Debug View. Und immer wenn der Sensor Text aktiviert ist, werden und nur dann im Debug View Informationen zu den einlaufenden Triggern gegeben. Na, wenn ich jetzt hier Start drücke, dann sieht man, dass er hier also zum Beispiel 135 Linien akquiriert hat bei 200 Steps. Also das ist erstmal viel zu wenig. Zum einen und zum anderen synchronisieren wir das jetzt hier mit den 146. Also das ist praktisch das Kalibrierbild für die Inkrementeangabe des Motors. Also gebe ich als allererstes hier ein 146 Inkremente. Und wir haben hier eine Exposure-Time von 555 Mikrosekunden. Mache ich jetzt hier nochmal einen Start, muss man dazu sagen, dass man den Counter, wir sind jetzt hier bei Trigger Nummer 9, hier sieht man es, und ich resette jetzt die einlaufenden Triggerstände. Es kann ja sein, dass der gerade auf dem halben Bild steht und wenn ich triggere, dann wird die andere Hälfte gefüllt, dann ist man komplett außerhalb der Kontrolle, wie viele Linien hat er akquiriert, wann ist ein Bild voll, und deswegen
kann man hier die Zeilenzähler alle resetten. Jetzt sieht man hier Reset, ne, und dann hier Trigger 0. So, ich kann auch hier zum Spaß den Debugview clearen, und wenn ich jetzt hier nochmal rauf drücke, dann sieht man also hier 146 Linien wurden akquiriert. Ne, das kann man jetzt auch wiederholen. Immer 146. Erniedrige ich zum Beispiel die Triggerzeit, das muss man hier mal kurz zeigen, ja, und sage Start, ja, das geht immer noch, dann können wir hier noch, Moment, ich sage wieder den Reset, ja, und ich kann die Zahl weiter reduzieren, zum Beispiel bei 3000 Mikrosekunden, und dann sieht man schon, bei 3000 fehlt ihm einer, das sind nur 145 Linien. Aber erfordert sind 146. Das bedeutet, der nächste Trigger, wir sind jetzt bei Trigger 1, würde sofort kommen, wenn ich Start drücke. Zack, noch und während der noch akquiriert. Das ist natürlich nicht korrekt. Also wieder Reset Counters. Die Zahl war zu klein. Wir versuchen es mit 3500 Mikrosekunden. Wieder alle Zähler auf 0. Reset Counter. Start 145 hat nicht gereicht. Ne? Also wieder Reset. Ne? Das muss man durchmachen, bis man den Wert hier heraus hat. Ne? Ich gebe jetzt mal einen hier 750 vielleicht. Ich habe den jetzt auch nicht gerade im Kopf, den Wert. 145 reicht noch nicht. Dann nehmen wir 3800 Mikrosekunden Wartezeit und resetten. Wir müssen immer wieder resetten, damit wirklich der Buffer und der Liniencounter auf 0 steht. Und jetzt haben wir 146. Ne? Das können wir jetzt auch immer wiederholen. Zur Sicherheit mindestens dreimal, damit man sieht, aha, also dieser Zeitspalt reicht jetzt genau aus, um 146 Linien zu akquirieren, und somit ist jetzt gesichert, dass wir auch wesentlich mehr akquirieren können. Jetzt schalte ich also zum Beispiel die Sensortexte wieder ab, mache den Debug View weg, und die Sache ist jetzt synchronisiert mit den Inkrementen des Motors. Das bedeutet, jedes Inkrement ist in der Lage, eine Linie zu akquirieren, ohne den Nokra-Controller zu übertriggern, dann haben wir komplette Messfehlergebnisse. So. Nachdem die Sensortexte ausgeschaltet sind, das sieht man natürlich erst, wenn ein neues Bild kommt, wissen wir ja, dass es 200 Linien sind und nicht 146. Und wenn ich dann hier Start drücke, dann ist genau immer ein Bild für jeden Druck. Kann man jetzt auch hier nochmal sehen, wenn sich der Becher dreht, der Messbecher. Ups. So, wenn ich hier Start sage, dann ist also jeder auslösende Start genau 200 Inkremente breit. Also das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Ja, dann kann man natürlich hier auch sagen, ja, 1 Million Trigger, das würde in etwa 24 Stunden laufen, sowas, nur muss man mal nachrechnen. Und drückt man da auf Start, dann wird die ganze Zeit über akquiriert. Wie man sieht, ist die Tasse natürlich nicht ganz gerade auf dem Tisch. Auch der Tisch selber hat eine Variation. Aber da wir ja nun zwei Sensoren haben, können wir also diese Variation nachher gegenkorrelieren. Da haben wir im ersten Teil schon von gesprochen. Und man sieht jetzt hier, wie die Daten sich hier auch gegenseitig bedingen. Ne? Das bedeutet also, was der obere Sensor an Drift hat, hat der andere an seitlicher Abweichung. Das muss man nachher gegenrechnen. So. Wie man sieht, ist das ja nur ein Ausschnitt von 200 Inkrementen. Das sind also 200 mal 0,087 Grad, also nur ein ganz kleines Teilstück von dem Messbecher. Um jetzt aus Spaß zur Korrelierung mal oder zum Vergleich mal den gesamten Becher zu scannen, kann man Folgendes machen. Ich öffne dazu den Texteditor, und zwar, ich mache das mal aus, damit das hier nicht so zappelt. Und zwar ist es so, dass man diese 200 Linien, die sind ja nicht aus der Nase gezogen, sondern die kann man hier konfigurieren. Wenn ich also die Nokra-Sensor-Initialisierungsdatei, ich muss mal sagen, für alle 20 Kameras gibt es also
jeweils eine Datei, an dessen Endung das Programm Pet Control erkennt, um was für eine Kamera es sich handelt, ob die nun von Alight Vision und von Jenoptik ist. So, jedenfalls steht hier eine 400, das bedeutet 200 Linien für den ersten Sensor, 200 Linien für den zweiten. Würde man jetzt hier eintragen, ich weiß, es sind 4096 Inkremente, und es wären eben bei zwei Sensoren 8192 Linien, die akquiriert werden müssen. Das ist ein Riesenbild bei dieser Größe und geht dann auch schon an die Grenzen der Möglichkeiten, was man mit einem 32-Bit-System darstellen kann. Das ist alles 32-Bit, das hat verschiedene Vorteile und auch Nachteile, aber die sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Und ich öffne jetzt einfach diesen Sensor noch einmal, aber diesmal mit einer immensen Anzahl, so dass wir die gesamte Tasse mit einer Fahrt komplett einscannen als Objekt. Das ist also nicht Ziel der Aufgabe, aber zeigt jetzt mal ganz gut, wie das dann aussieht. Also sage ich hier Select, wähle die Kamera Nokra aus, Punkt Nok ist die Änderung. Oder muss man ein bisschen rödeln. Und dann ist das so, dass wir hier einen Schiebebalken haben. Und wir müssen natürlich jetzt, ich halte nochmal an, wir müssen natürlich jetzt hier eintragen, dass wir nicht mehr 200 Linien akquirieren, sondern 4096. Na, das ist jetzt so, auf so einen großen Wert war er jetzt nicht vorbereitet. Wenn ich die Steuerungstaste festhalte, kann ich die Wertebegrenzung übergehen. Ja, mache jetzt hier auch wieder ein Reset-Counter und ja, die Akquirierung läuft jetzt genau und jetzt sieht man ja schon, das dauert eine Weile, bis der also einmal rum ist. Die Zeit warten wir jetzt mal hier ab. Dreht sich also einmal rum, löst seine 4096 Inkremente aus. Die Software akquiriert hier im Hintergrund, das sieht man jetzt nicht. Und gleich hat er das komplett. Jetzt mache ich hier oben nochmal aus. Ne? Das muss jetzt nicht weiterlaufen. Ich kann auch den Motor hier mal anhalten. So, man sieht also jetzt hier die komplette Szenerie. Das bedeutet, da muss ich auch noch ein bisschen was einstellen. Damit hat jetzt die Software nicht gerechnet. Das geht um die Beleuchtung. Muss man dazu sagen, die steht auf einer Position, die ist jetzt mal zusätzlich eingeblendet, auf einer Position von 2200 als Höhe. Ne? Wir haben aber hier ein wesentlich höheres Bild. Gebe ich mal hier ein, 8900 aus Spaß. Und muss dann leider Gottes hier auch die Beleuchtungswerte erhöhen. Ich nehme mal hier die 22 für Rot. Das sind jetzt also Extremwerte, die ich hier überschreite, damit man also hier überhaupt noch eine Darstellung hat. Ja, man sieht jetzt hier die gesamte Tasse in der Aufzeichnung, einmal von oben und einmal von der Seite, und kann hier also jedes Detail betrachten und somit auch ein bisschen verifizieren, ob jetzt die Drehung komplett stattgefunden hat. Von diesem Punkt aus, jetzt kann man sich vorstellen, man kann das auch abwickeln in eine andere Form, transformieren in einen anderen 3D-Raum. Das ist jetzt also praktisch hier eine Zeile mit 8192 Zeilen, wobei eben der erste Teil, man sieht auch den farblichen Unterschied, das kommt eben aus den unterschiedlichen Aufnahmehöhen zustande, wo hier der erste Teil sich um die Draufsicht kümmert und der zweite Teil eben um die Seitenansicht. So, das sind also die Urdaten, um die es geht, die dann eben jetzt zur Verrechnung vorliegen. So, ja, es gibt auch noch einen dritten Teil, wie man jetzt aus diesen ganzen Datenmengen dann Abweichungen erkennt. Ne? Also dieser Becher wird zum Beispiel aufgeheizt, dehnt sich aus, und diese Ausdehnung gilt es dann eben bis hin zum Messabbruch zu signalisieren, zu vermessen, zu erfassen.
So, das wäre dann der dritte Teil, zu dem kommen wir dann später. Danke und auf Wiederhören.